Oh! Ah, Mann, jetzt aber! Jetzt kommen wir zum Main Event. Philipp Stahlhofen gegen Herik de Robert. Geht um den Victor Ludorumhammer vom ersten Black Forest Battle of Arts. Wir machen zweimal Best of Five, links und rechts. Und für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass es einen absoluten Gleichstand gibt, also dass einer 3-2 gewinnt, der andere auch 3-2, werfen wir jetzt eine Münze. Die entscheidet, welcher Arm am Schluss nur im Fall eines kompletten Gleichstands einen Punkt mehr gibt. Wir hoffen mal, dass es keinen Gleichstand geben wird, aber die Möglichkeit besteht, deswegen müssen wir eine Münze werfen. Zahl ist rechter Arm, Kopf linker Arm. Also wenn ich Zahl würfle, dann zählt der rechte Arm einen Punkt mehr. Habt ihr das soweit in Ordnung für euch? Also. Kopf. Der linke Arm zählt beim absoluten Gleichstand einen Punkt mehr. Dieser Arm mit dieser Verfotto, Gandhi, Lekop, Elastik, Bordeaux, Mikatro. Pausezeit sind damit. Weil mitten im Match tun wir nicht unterbrechen. Zwei Fouls, 1-0 Erik. Ich schließe euch beide die Daumen und dann schließt ihr beide die Hände. Das ist ja Go. Ich bin fairer wie die Einzelnen. Ja, okay. Okay. Beide Daumen schließen. Beide Hände schließen. Fernsehen die. Zwischenstand 4-1, links. Und wenn Philipp jetzt im rechten Match einen Kampf gewinnt, hat er den Hammer gewonnen, weil Münzwurf besagt, dass der linke Arm bei absolutem Gleichstand, das wäre jetzt 4-1, 4-1, ein Punkt mehr gibt. Danke. Philipp muss ein Match recht holen.